Listen to my 9mm go bang. Wa-da-da-dang, wa-da-da-da-dang. Hey, this is KRS-One. Been to a crack dealer by the name of Peter. Ich wusste nicht, wofür ich eine Waffe wollte. Aber ich holte mir trotzdem eine. Alles klar, kleiner Mann? Ja, und bei dir? Brauchst du eine Spritze? Na, was hast du denn so? Ich hab das hier am Start. Deine Kiste weg, Mann! Du stehst auf die 357er, hä? Die kommt dich 250. Nimm ich. Was ist das? Hey, warte mal, nicht so schnell. Eins muss mal klar sein, kleiner Nigger. Wenn sie dich am Arsch kriegen, hast du den nicht von mir. Wa-da-da-dang, wa-da-da-da-dang. Hey, listen to my 9mm go bang. Wa-da-da-dang, wa-da-da-da-dang. Hey, this is KRS-One. Been to a crack dealer by the name of Peter. Had to buck him down with my 9mm. She said I had his girl, I said, now what's it, you stupid? But he tried to play me out, and KRS-One knew it. He reached for his pistol, but it was just a waste, cause my 9mm was up against his face. Nach Tupacs Tod wollte auf einmal jeder ein Gangster-Rapper sein. Aber selbst wenn er noch gelebt hätte, hätten die Rhymes von Deuce ihm den Rest gegeben. Yo, Marrow, das ist doch falsche Scheiße, yo. Lass mich nochmal ziehen, verdammte Scheiße. Kacke, das kommt mich voll an. Das ist doch völlige Scheiße. Das halte ich nicht aus. Ich gehe Wäsche waschen. Ready to pop off, my deuce, cause I'm a gangster. I'm the realest shit. I'm from the Bronx, yo. Don't make me have to come up and run up on ya. Yeah, it's deuce, running this live. Yo. Bin gleich wieder weg. Okay, wo ist das Waschmittel? Nein. Wo ist denn das blöde Zeug? Ma, wo ist das Waschpulver? Was suchst du in meinen Sachen? Was? Was du in meinen Sachen suchst? Was suchst denn du mit einer geladenen Waffe in meinem Haus? Komm sofort wieder her! Ich war nicht wach genug, als ich danach wieder in die Schule musste. Er zahlt eine Strafe von $500. Ist die jetzt stolz auf dich? Deine Schuld, dass sie mich gekriegt haben. Was, meine Schuld? Wenn ich immer verstecken müsste, was ich bin, hätten sie mich nie gekriegt. Und was bist du? Scheiße, Mann, ich bin der letzte Dreck. Ich wohne in einem Keller, in dem ich nicht mal gerade stehen kann. Du wirst genauso enden wie deine Mutter. Die hat wenigstens nicht auf den Knien den Boden geschrubbt, so wie du. Roy, hör auf! Pass auf, wie du mit mir redest. Und meine Mom war nicht so ein zweiter Klasse, Nigger. Ich bin Gangster-Grandpa und ich bin stolz drauf. Du verdammt! Lass ihn gehen, Roy! Thank you.